Uttamangasana ist die Stellung des höchsten Teiles. Uttamangasana ist zum einen eine Bezeichnung für die Verneigung aus dem Lotus, denn das Höchste ist sich verneigen. Du gehst in den Lotus und beugst dich nach vorne und gibst die Arme nach vorne, Handflächen auf den Boden. Es ist letztlich eine Variation von Yoga Mudrasana. Anga heißt Teil, Uttama heißt Höchstes. Uttamangasana, die Stellung des höchsten Teiles, was also heißt, die höchste Teil im Yoga ist immer die Verneigung und das Loslassen. Eine zweite Bedeutung von Uttamangasana ist der Lotus auf zwei Armen, also die Lotuskrähe. Du kommst in den Lotus, hebst das Becken hoch, gibst die Hände auf den Boden, gibst dann erst ein Knie auf einen Oberarm und dann das andere Knie auf den anderen Oberarm. Und so hast du den ganzen Körper hochgehoben. Uttama kann hier auch heißen hochgehoben, auf Anga, auf den zwei Körperteilen, eben die Hände. Diese Stellung erfordert starke Arme und ein gutes Gleichgewicht und natürlich einen sicheren Lotus Padmasana.